Freunde, Waschstudio wieder am Start für euch und willkommen zu einem neuen Video und des Beef des Jahres, Freunde. Noch besser wie dieser YouTube-Beef, der ja immer wieder entfacht wird, denn ich habe den Beef zwischen Bild und Online-Spiegel oder Spiegel-Online, Freunde. Sowas sieht man nicht allzu oft. Ich kann mich noch erinnern, einmal habe ich sowas erlebt über Facebook. Da war einer, der hat sich irgendwie beschwert und dann gesagt, ja, zu euch, also irgendwie eine Bewerbung, ja, zu euch möchte ich sowieso nicht, dann gehe ich lieber zu McDonald's. Und darauf hat McDonald's geantwortet und gesagt, ja, wir nehmen dich auch nicht. Oder irgendwie so, war auf jeden Fall richtig geil gedisst. Und ja, Freunde, heute geht es um einen Eintrag von Bild. Also, es fing eigentlich an mit einem Panda-Porno, sag ich mal. Und darauf folgte dann ein Bericht mit irgendwie Zeuge will Handydieb in RTL-Show erkannt haben. Und das ist ein Beitrag, das hat dann die Bild gepostet. Und hahaha, stellt euch vor, ihr werdet beklaut und erkennt den Dieb kurz darauf bei RTL Extra. Wieder eine irre Geschichte. Und darauf, Freunde, kam ein Kommentar des Jahrhunderts. Und zwar, Jannis hat dann geschrieben, Freunde, Alter, ist das irre. Zwei Top-Meldungen nacheinander. Erst die spannenden Pandas und jetzt diese irre. Auf irre ist die Betonung Story. Ja, Freunde, eine fette Real-Life-Story sozusagen. Hat auch 1000 gefällt mir, also richtig krass drauf. Und ja, Freunde, darauf hat dann erstmal Bild, weil, okay, Jannis hat geschrieben, Alter, ist das eine Irre. Aber Bild hat dann geantwortet mit, Alter, dann geht doch zu SP-On. Und SP-On, Leute, ist Spiegel Online. Und das ist natürlich schon, dass Bild mit Alter daherkommt, ist schon richtig krass. Aber Freunde, es wird noch krasser, denn darauf hat Spiegel Online geantwortet. Also sowas sieht man echt sehr, sehr selten und hat geschrieben, genau, dann komm doch zu uns. Heute wirklich wichtig. Gefechte, hat dann halt seine Nachrichten da reingepostet. War auf jeden Fall ein super Konter, denn Bild wollte damit natürlich so anfechten, hier Spiegel Online, dass es da auch nur Müll gibt. Kommt ja auch hier von RTL. So, darauf hat dann Bild geschrieben. So geil, Mann. Sehr schön. Spiegel Online, das haben wir auch alles. Sieht aber besser aus. Und Freunde, oh ja, es kam noch ein Konter, Freunde. Darauf hat dann Spiegel Online einfach mal Roundhouse-Kick gemacht und geschrieben, Bild, das ist wirklich sehr hübsch. Wir haben mehr auf den Inhalt geachtet. Oh, wie geil. Ja, Freunde, auch wenn alles so schön aussieht, der Inhalt, auf den kommt es drauf an, wenn man eine News-Seite ist. Und da hat natürlich Spiegel Online einfach mal perfekt rausgehauen, diesen Diss. Oh, und von Bild kam leider kein Diss mehr, sondern nur noch eine Feststellung. Warum treibt sich Spiegel Online eigentlich auf unserer Facebook-Seite rum? Auf der Suche nach Inspiration? Nee, Freunde, das hat Spiegel Online auf jeden Fall nicht nötig. Das ist aber so lustig, Freunde. Ich finde das einfach geil, wenn sich da zwei Seiten mit so einem Haken, also hier so ein Bestätigungshaken, einfach mal gegenseitig dissen. Das ist sowas von geil, Freunde. Wenn ihr diesen Beef mal lesen wollt, dann verlinke ich euch diesen Beitrag unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr mal darauf klicken und das euch mal durchlesen. Auch die anderen Kommentare, hier heißt es auch immer, ja, Kommentarfight Bild versus Spiegel Online. Also richtig, richtig geil, Freunde. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Macht auf jeden Fall einen Daumen und schreibt ihr mal unten in die Kommentare, für wen ihr denn seid. Ob ihr Bild jetzt besser findet oder Spiegel Online oder doch gar keinen von beiden. Also wir sehen uns in einem neuen Video und dann sage ich tschö mit Ö und nicht vergessen, ist der Daumen oben. Wird man euch loben. Tschö.